zu jedem Bild gibt es immer eine Geschichte und die sehr unterschiedlich natürlich sind, weil ja auch die Fotografien unterschiedliche Situationen zeigen. Ja, ich meine, wenn man an das erste Bild denkt von der Wiedervereinigung, der 3. Oktober in Berlin vor dem Reichstag, dem Moment, wo die Wiedervereinigung ausgesprochen wurde. Das ist natürlich für mich ein ganz wichtiges Bild, weil es die Politiker zeigt in einem Moment, wo ich mir überlegt habe, ob das wirklich, ob sie das berühren wird oder nicht. Das war so mein Ansinnen, auch dahin zu fahren, um zu gucken, wie reagieren die Politiker. Und da fand ich, dass in dem Bild mir das sehr gut geglückt ist, weil sind alle wichtigen Akteure mit drauf und jeder hat so seinen eigenen Ausdruck. Und das fand ich schon eine unglaublich, also eine wichtige Sache. Und es hat mich gefreut, dass ich das machen konnte, obwohl wir so weit weg waren, aber die Menge hatte uns nach vorne gedrückt. Und so konnte ich in dem Gewühle mit einem Teleobjektiv doch diese Situation einfangen, wie mir das geglückt, vom Technischen her geglückt ist, kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Aber das, was ich zeigen wollte, ist geglückt und das war das Wichtigste. Das sind die Bäuerinnen damals noch in Russland. Also ich war 1978 mit einem Kollegen, mit Bernhard Heimrich, nach Russland geschickt worden von der Redaktion, weil wir zu der Zeit keinen Korrespondenten akkreditieren konnten. Und wir sind von Moskau nach Kiew mit dem Auto gefahren. Das war eine unglaubliche, erstaunlich, dass man uns das gelassen hat. Und es war nur ein Dolmetscher dabei, der natürlich auch gleichzeitig aufgepasst hat und geguckt hat, dass wir die richtigen Sachen machen oder ich das Richtige fotografiere. Und wir waren auf der größten Kolchose in der Ukraine. Das war eben jetzt auch, ist es ja wieder die Ukraine geworden. Und da sind wir unglaublich gut bewirtet worden. Ich konnte nicht die großen Maschinen fotografieren, die ich fotografieren wollte, weil es ein Sonntag war. Aber immer gibt es dann doch, auch wenn man das Gefühl hat, man ist umsonst irgendwo 200 Kilometer gefahren, eine Szene, wo es sich gelohnt hat. Auf dem Rückweg, ich fuhr das Auto, weil die Kollegen, die dabei waren, es waren dann zwei Dolmetscher, die haben alle gerne den Wodka getrunken und waren etwas angetrunken. Und ich fuhr entlang und sah diese Frauen da unten am Rand sitzen, am Straßen, also in der zweiten Ebene. Und das war für mich sozusagen, habe ich angehalten und habe gesagt, das ist mein Bild. Und so hatte ich mir eigentlich Russland damals vorgestellt, also dieses Mütterchen Russland mit diesen Frauen. Und das war einfach eine ganz wunderbare Szene. Wir haben dann gefragt, wo sind die Männer, meine Männer kamen hinterher. Und wir haben dann gefragt, wo sind eure Männer? Und die waren hinterm Zaun, die waren nämlich auch betrunken. Und dann erzählt, kamen die raus und das Ganze löste sich auf, indem man weiter trank. Und die Frauen haben dann ein Lied für uns gesungen und haben mir so einen kleinen Kuchen in die Tasche gesteckt. Also das waren, sind so berührende Momente. Und ja, was haben sie gemacht? Sie haben den 1. Mai nachgefeiert nach dem alten Kalender. Das war der Punkt. Und das war für mich eine wunderbare Szene. Ja. Also diese Szene von Brandt-Breschnew ist natürlich für mich, das ist wirklich eine Ikone. Man sagt ja manchmal, man macht Ikonen, also das ist wirklich eine. Und für mich das wichtigste Bild, es war der Anfang von Willy Brandts politische Arbeit, zu versuchen, mit dem Osten Kontakt aufzunehmen. Es war damals der Kalte Krieg wirklich gewesen. Und es war 1973, dass der Generalsekretär der Sowjetunion zum ersten Mal nach Deutschland einen Besuch machte. Und es waren hunderte von Journalisten da. Und mir war es geglückt, eine Karte, eine Poolkarte, die ich nicht hatte, aber trotzdem zu diesem kleinen Vortreffen vom Mittagessen mit Brandt-Breschnew zu bekommen. Ich war mit nur noch vier Kollegen in diesem Raum und konnte diese Intensität dieser Gespräche festhalten. Und ich denke, das war ein unglaublicher Glücksmoment, aber heutzutage wäre das gar nicht mehr möglich. Weil die Politiker hatten uns wirklich vergessen gehabt, uns ein paar Kollegen, es war auch kein Fernsehen dabei. Und so konnte man wirklich beobachten, was zwischen den beiden, also wie schwierig auch die Gespräche waren. Obwohl man selber das gar nicht mitkriegt, weil man so konzentriert ist.
auf seine eigene Arbeit, nicht? Dass man das ins Bild bekommt, was einem da geboten wird. Und als dann die Mauer fiel, habe ich gedacht, hat dieses Foto noch mal eine noch stärkere Bedeutung bekommen, weil es sozusagen von Willy Brandt die Vorarbeit war, dass die Mauer fiel. Natürlich sind da ganz viele Momente mit zusammengekommen. Das ist immer es war ein unglaubliches Glücksgefühl, also haben viele Sachen dazu beigetragen. Aber den Anfang, für mich war das so, dass er den Anfang dazu gesetzt hat, dass das dann uns wieder vereinigt hat. Und das war für mich natürlich auch das größte politische Ereignis, was ich fotografiert habe, dann am 10. November, also in der Nacht vom 9. auf 10. war ja die Mauer sozusagen durchlässig geworden. Und am 10. morgens habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin sofort nach Berlin und habe da den ganzen Tag gearbeitet und am Abend auch Willy Brandt nochmal getroffen, als er die Ost-SPD traf im christlichen Hospiz. Und er hat mich dann, weil ich am Ende meiner Kräfte war, in seinem Konvoi, also ins Auto mitgenommen. Ich saß dann neben seinem Fahrer und war so, ja, wir waren beide so berührt und glücklich, und ich habe ihm gesagt, dass er das noch erleben konnte, muss für ihn doch einfach ein wunderbares Gefühl gewesen sein. Das hat er. Also ich denke, das ist ja diese Entwicklung, die es im Moment gibt. Durch die digitale Fotografie ist ja ungemein viel möglich zu zeigen, in Fotografien zu zeigen. Und wo man nicht mehr weiß, war es real so oder nicht. Auch meine Bilder sind natürlich ein Ausschnitt einer Wirklichkeit. Es ist das, was ich gesehen habe, den Moment, den ich durch mein Wissen oder durch meine Erfahrung sozusagen dann als Bild vergrößert habe und angeboten habe für die Zeitung. Also es ist nie ganz objektiv, das ist ganz klar. Aber diesen einen Moment, den ich dann rausnehme oder zeige, den hat es gegeben. Und zwar so, wie er auf dem Bild ist. Da ist nichts manipuliert. Und ich finde, im Journalismus ist es ungemein wichtig, dass man wirklich noch sagen kann, dass so war es für einen Moment zumindest. Und heute muss man zweifeln, war das wirklich so, war der daneben dran gestanden oder hat da jemand noch etwas dazu gemischt. Da kommt es eben auf die Auswahl oder auf, von der Zeitung her gesehen, müssen die Leute, also muss man bei der Auswahl wirklich sehr genau hingucken und darf eigentlich nur das nehmen, was tatsächlich so war. Also ich habe mich immer gewundert, dass ich sehr früh von Museumsleuten ausgestellt worden, von Direktoren, die meine Arbeiten in ihren Museen gezeigt haben. Besonders Jean-Christoph Ammann, der kam, als er das Museum, das MMK, als Direktor dann mit eröffnet hat und hat gesagt, ich will sie zeigen. Da habe ich gesagt, aber ich bin noch gar nicht modern. Was ich mache, ist etwas sehr, wie soll ich das ausdrücken, was schon lange passiert, also journalistische Fotografie. Und er sagt aber diese Reportagefotografie, wie ich das festhalte, wenn ich auf meinen Reisen mit den Redakteuren oder auch alleine, hätte eben etwas doch sehr Modernes, weil es das kaum mehr gibt. Und ich glaube, wenn ein Bild, wenn es mir glückt, eine Situation so wiedergeben zu können, dass da drin eine gute Komposition ist, die das Bild klar macht für den Betrachter und eine Geschichte in einem Bild erzählt, dann kann man wahrscheinlich schon von Kunst reden. Und ich denke, dass ich diese Begabung habe oder dass mir das öfters geglückt ist, hat wahrscheinlich mit meiner Familie zu tun, weil beide Eltern waren Maler, meine Mutter auch, die haben sich auf der Kunstakademie kennengelernt. Mein Vater war dann wirklich ein sehr guter Maler und hatte eine Professur in Karlsruhe. Und so bin ich mit der Kunst groß geworden, mit dem Blick. Man hat einfach ein bisschen drüber gesprochen, nicht sehr dezidiert, aber doch, es war einfach vorhanden und es hat einen interessiert. Und so denke ich auch, was ich auch oft den Studenten sage, wenn ich manchmal unterrichte in Darmstadt, sie müssen in die Museen gehen und müssen sozusagen unsere Vorbilder, Vorläufer, wir haben angucken und sehen, wie die ihre Kompositionen legen, dass so ein bisschen was vielleicht im Hinterkopf hängen bleibt, wenn man dann selber mit der Kamera was sieht und merkt, wenn man sich ein bisschen bewegt,
plötzlich funktioniert es, plötzlich stehen die Figuren so, wie es toll ist. Ne? Also das ist etwas, was, wo ich denke, wir haben so viel, also die Maler sind die eigentlichen Künstler, muss ich wirklich immer wieder sagen, weil das Handwerk natürlich gar nicht vergleichbar ist, wie jemand, der eine Kamera als Hilfsmittel hat und dann das versucht, was die Maler gemacht haben, optisch einzufangen. Mein Verhältnis hat sich nicht verändert. Ich bin immer eine klassische, also bin für die klassische Fotografie, die ich unglaublich gerne mir in sehr vielen Ausstellungen angucke, die Kollegen, die berühmten Fotografen. Ich habe eine Riesenbibliothek, in der ich immer wieder blätter und wundere mich, wie was die Fotografen alle schon zustande gebracht haben und wie toll die waren. Also da hänge ich schon sehr dran, bin mit der digitalen Arbeit, interessiert mich nicht so sonderlich. Ich habe den Eindruck, es fehlt manchmal die Konzentration. Also ich rede jetzt von den journalistischen Bildern, die man in der Zeitung so sieht, dass nicht mehr so der Wert darauf gelegt wird, ein Ereignis in einer guten Fotografie zu zeigen, sondern es wird dokumentiert. Also ein Dokument ist eben noch kein Bild, hat Ammann immer wunderbar gesagt, jedes Bild ist ein Dokument, aber nicht jedes Dokument ist ein Bild. Und ich denke, da fehlt es zum Teil, aber natürlich kann man mit digital genauso gut und konzentriert arbeiten und man muss es machen, wenn man heute journalistisch arbeitet, wenn die Schnelligkeit möglich ist, muss man die natürlich benutzen, aber ich bin froh, dass ich gerade noch die Kurve gekriegt habe und nicht mehr damit arbeiten musste. Ich hatte das große Privileg, dass ich eben in einer Zeit fotografieren konnte, in dem die Fotografie nicht so dermaßen also präsent war oder also einfach so wahnsinnig viel fotografiert wurde, sondern man dann doch noch das Bild angeguckt hat und auch durch das Layout der FAZ, das muss ich wirklich sagen, und durch die Tiefdruckbeilage, die wir hatten, wo uns alle Kollegen beneidet haben, samstags dieses wunderbare Papier und ohne Anzeigen, wo die Bilder groß gekommen sind. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man auf mich aufmerksam wurde und ich dadurch auch, denke ich, es leichter hatte, in die Museen zu kommen und Ausstellungen zu bekommen, weil das einfach eine große Vervielfältigung war. Also wir haben beide voneinander sehr profitiert, kann ich nicht anders sagen. Ohne die Zeitung hätte ich viele Dinge gar nicht machen können, den Zugang zu berühmten Persönlichkeiten, die ich porträtiert habe, was so auch natürlich mein zweites Bein war. Die Porträtfotografie, das wäre alles sehr viel schwieriger gewesen. Und da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich habe mit den vielen Ausstellungen, die ich hatte und der großen im Gropiusbau der letzten vor 3 Jahren, wo wir auch die Zeitungsseiten gezeigt haben, also wo ich gezeigt habe, wofür ich gearbeitet habe, dass das eben nicht nur künstlerische Fotos in dem Sinn waren, auch aus dem politischen, ich habe ja auch Landschaften und so gemacht, sondern dass sie immer für die Zeitung waren. Und dies zu zeigen, wie das da präsentiert wurde und mal auf der anderen Seite zum Teil konnte man dann das Original sehen oder ein Bild, was eben damals nicht in die Zeitung kam und dann später viel mehr Aufmerksamkeit bekam durch die Ausstellungen. Also das fand ich einfach eine wunderbare Sache. Ich glaube, ich kann wirklich mehr mir nicht wünschen.